Kapitel 21. Kreislauf im Schatten. Eine letzte Runde. Und irgendwie musste Epsilon die Lage wieder in den Griff bekommen. Wie hatten die Duelle sich so gedreht in der zweiten Runde? Auf einmal wirkte es, als gäbe es absolut kein Durchkommen. Weder gegen Aurora noch gegen Kell. Aber versuchen müssten sie es. Mit einem umgestellten Plan. Es war logisch, nicht mit Monagoras zu beginnen, um ihn zur Verfügung zu haben, wenn Kell nicht begann. Und dies hatten Polana Watra eindeutig bemerkt. Wenn nun das Fossil also den ersten Kampf bestritt, würde er auf Kell treffen. Und zumindest dies schien eine Begegnung, die immer noch vorteilhaft für Slash wirkte. Also war dies die neue Planung. Monagoras trat auf das Feld, ihm gegenüber sein Gegner. Oder eher seine Gegnerin. Die Planänderung war nicht gerade auf komplexesten Plänen beruht. Und deswegen war sie offensichtlich kein sonderliches Geheimnis für Aurora und Kell gewesen. Weshalb das Vulnona diesmal den Vortritt übernommen hatte. Und sofort eine schreckliche Grundlage erschuf. Monagoras Sieg war nicht gerade vorherzusehen. Und dann müsste Slash einen Rückstand direkt aufholen. Wobei sie Kell ohne ihren besten Konter besiegen mussten. Aber gut, zunächst mussten sie ohnehin das erste Duell abwarten, so vorentschieden es auch schien. Und in diesem begann Aurora simpel. Hagel und Aurora-Schleier. Eine klassische Technik, gerade gegen ein Pokémon wie Monagoras mächtig, da sie seine Durchschlagskraft minderte. Wobei diese das einzige war, was wirklich für das Fossil sprach. Genau deswegen hatte dieser auch keine große Lust, Aurora denselben alten Trick durchgehen zu lassen und stoppte sie, bevor sie anfangen konnte, mit einer sofortigen Felsspitze, welche einen mächtigen Treffer brachte. Aurora war zwar genervt von diesem Beginn, aber sie blieb sehr sicher, dass sie trotzdem noch im Vorteil war. Dementsprechend kreierte sie nun ihr eigenes Kampffeld, erfüllt von eisigem Boden und eisigen Zacken, welche ihr Agilität gaben und Monagoras selbige Namen. Sofort konterte das Fossil durch den Einsatz von Erdbeben, was zumindest halbwegs effektiv schien. Manche der Zacken waren scheinbar instabiler und brachen somit direkt, andere blieben jedoch. Jene anderen waren es, welche Aurora natürlich sofort versuchte auszunutzen. Allerdings schien Monagoras tatsächlich gut seine Kontrolle halten zu können. Aurora versuchte ihn durch Agilität auszuspielen, aber das Fossil wusste durch seine Langsamkeit schon lange, wie er mit Geschwindigkeit umgehen müsste. So bewahrte er die Ruhe und zerbrach die Zacken. Lieber selber nach und nach, während er seine Feindin im Auge behielt, deren Überraschungsangriffe hierdurch eher wirkungslos schienen, teils sogar kontraproduktiv, wenn Monagoras mit seinem Kampffelsen, welchen er bei sich trug, einen Konterangriff traf. Also stand ein Planwechsel an, dies merkte das Vulnona. Aber diese waren eindeutig nicht ihre Stärke. Wie besiegte sie Monagoras, wenn dieser nicht auf Agilität hereinfiel? Mehr Distanz. Vor allem Mondgewalt, was ein sehr mächtiger Angriff gegen das Fossil wäre. Zumal dieser zwar ebenfalls eine Schlagwaffe hatte, aber anders als Seraora, damit keine Energieprojektile reflektieren konnte, lediglich physische. Allerdings hielt das ein Felsen nicht davon ab, Energie zumindest abzublocken. Die volle Kraft einer Mondgewalt versuchte ihr Ziel zu finden, doch jedes Mal schlug Monagoras sie einfach weg, als wäre es nicht mehr als eine lästige Fliege. Das Duell, welches Epsilon als vorentschieden betrachtet hatte, entwickelte sich in eine sehr überraschende Richtung.
Zwar war Aurora agil und ihre Treffer mächtig, aber ihre Agilität half nicht, solange sie den Gegner nicht austricksen konnte, um so Treffer zu landen. Und nachdem Geschwindigkeit nicht gereicht hatte, hatte sie augenscheinlich keine Ideen für solche Tricks mehr, während Monagoras immer sicherer kämpfen konnte. Team Slash geht erneut in Führung. Das nächste Duell könnte entscheiden. Also, ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass das gut geht. Seraora zeigte klar, dass er den Gedanken teilte, welchen Epsilon bereits gehabt hatte. Gleichermaßen änderte das, die Lage aber grundlegend. Und jetzt? Wie sicher fühlst du dich gegen Kell? Also, sagen wir es so, wir sollten uns mental aufs 2 gegen 2 vorbereiten. Ich glaube nicht, dass ich viel besser klarkomme als du letzte Runde. Wenn du sowieso schon für eine Niederlage bereit bist. Du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich das Ganze nochmal probiere, richtig? Team Slashs Leiter war sichtlich verwundert von dieser Anfrage. Die erste Begegnung der beiden war nicht knapp gewesen. Es wirkte beinahe eher wie eine Blamage für Epsilon. Kell konterte alles, was sie tun konnte, grundlegend und dann war er auch noch stärker. Du willst das nochmal antun, aber wir wissen doch, dass das nicht gut geht. Eine Epsilon lässt sich nicht zweimal vorführen. Ich kann definitiv nicht für einen Sieg garantieren. Aber ich weiß jetzt alles, was er vorhat und bin bereit. Außerdem haben wir dann einen Überraschungsfaktor. Du weißt selber, dass sie zu 100% mit dir rechnen werden. Seraora konnte dem nicht widersprechen. Auch wenn er gleichermaßen offensichtlich immer noch sehr unsicher war. Ich meine, klar. Aber wie genau willst du das dann machen? Was hilft dir denn, das Wissen zu gewinnen, wenn dein Wissen nur ist, dass er all deine Tricks nullifiziert? Alles, was du weißt, ist, dass du nicht gewinnst. Du sagtest selber, dass du nicht daran glaubst, ihn besiegen zu können. Also, wenn ich glaube, vielleicht etwas ausrichten zu können, warum solltest du mich dann nicht übernehmen lassen? Also gut. Aber Monagoras und ich übernehmen das letzte 2 gegen 2. Letztlich hatte das Elektro-Pokémon sich überreden lassen. So, dass Epsilon hoch aufs Feld trat. Epsilons Gegner war kein Geheimnis gewesen. Polana war Tras Teamgröße geschuldet. Doch eben jener Gegner schien beinahe ungläubig, seine Rivalen zu sehen. Doch beschweren würde er sich nicht. Es war ein simpler Sieg, so dachte er. Und mit diesem Gedanken begann die Runde. Ein Gedanke, welchen Epsilon gut kannte. Ein Gedanke, welchen sie oft für sich nutzte, wenn ihre Gegner ihn trugen. Ein Gedanke, welchen sie sich vor Jahren abtrainiert hatte zu haben. Übermut. Und eben dieser Übermut war ein wichtiger Teil ihrer Strategie in diesem Kampf. Sofort hatte Kell sich wieder seine kleine Feuerkugel erschaffen, welche Epsilon jeden Zugang zu den Schatten verwehren sollte. Und sofort stürzte sich das Akani auf seine Gegnerin, im Wissen, dass diese kaum eine Chance hatte, sich zu wehren. Was sie allerdings hatte, war Erfahrung. Kriegserfahrung, welche sie versucht hatte, Polana Vatra zu vermitteln, welche das Duo, oder damals noch Trio, jedoch eher ignoriert hatte. Und jene Erfahrung riet ihr, einen eher ruhigen Beginn des Kampfes zu nutzen. Sie ahnte bereits einen sofortigen Angriff, wich diesem aber nur mit einem einzelnen Schritt aus, um sofort mit einem Krallenhieb zu kontern. Anschließend versuchte sie direkt den Schatten, welchen das Akani warf, zu nutzen, um an ihr Schwert zu gelangen.
Jedoch war Kell bereit und der Feuerball verhinderte wieder jeden Versuch. Aber dies war nichts Unerwartetes gewesen. Stattdessen nun wieder in einer weniger vorteilhaften Ausgangslage, sprang Epsilon zurück, erneut aus der Reichweite des Gegners hinaus. Letztes Mal hatte sie mit Distanzkampf nicht gewinnen können und auch Nahkampf bot ihr keine Chancen. Was jedoch vielleicht der Weg sein könnte, war, Kell den Nahkampf wahrlich erzwingen zu lassen, den er scheinbar ohne Risiko erzwingen könnte, um das Wissen über seinen Willen zu nutzen, damit eben doch ein Risiko entstand. Der beste Angriff war hier keiner. Die beste Verteidigung war keine. Ein bloßes Stillstehen in einer Distanz vom Gegner, welche groß genug war, damit das Sorak auf alles reagieren konnte, was das Akani versuchen könnte. Und Kell merkte selber auch, was Epsilon vorhatte, musste jedoch erst eine Idee finden, damit umzugehen. Ja, er war nicht wirklich in Gefahr, da Epsilon keinen offensiven Druck ausüben konnte. Aber er wollte das Duell selber auch beenden können und nicht einfach nur still und stumm dastehen. So gerne würde er einfach irgendeine Regung bestrafen. Aber Epsilon machte keine. So entschied Kell sich, erst einmal Erdbeben zu nutzen, wodurch er nicht darauf wetten musste, in den Nahkampf zu geraten. Allerdings war dies genau, worauf Epsilon gewartet hatte, deren Starre sich beim ersten Anzeichen des Angriffs bereits löste, als sie nach vorne schoss, die Krallen zu einem Hieb ausgefahren. Zu einem Hieb, welchem das Akani bereit war auszuweichen. Ohne allerdings zu wissen, dass er nicht das Ziel gewesen war. Stattdessen nämlich schlug Epsilon direkt vor den Feuerball, so dass ihre eigenen Krallen einen Windstoß erzeugten, durch welchen das brennende Gas ein Stück fortgeweht wurde. Lange genug, damit Kell nicht reagieren konnte, bevor Epsilon die Situation genutzt und ihr regenbogenfarbenes Schwert gezogen hatte. Genug mit den Spielchen! Willst du jetzt richtig kämpfen? Wollen nein. Werden ja. Dann holst du dir eben dein Schwert. Du hast mich nach meiner Ankunft zu Aurora und Polar geleitet, die aus mir ein neues Pokémon gemacht haben. Und ein Kämpfer. Ein Kämpfer, der dir überlegen ist. Dann werde ich dich wohl bereuen lassen, mir damals geholfen zu haben. Ein Kämpfer, der Epsilon überlegen ist. Gab es so etwas überhaupt? Sie hatte bereits den Plot-Kaiser geschlagen in einem 1-gegen-1-Duell und hatte ihm bewiesen, dass sie niemand war, den irgendjemand als Feind haben wollte. Und doch hatte Kell sich dafür entschieden. Nach diesem Duell würde er das Ganze hoffentlich noch einmal überdenken. Denn es begann ein wahrer Kampf der Giganten. Kells Nahkampf war trotz allem schlicht überlegen. Die pure Durchschlagskraft, die hinter jedem Hieb steckte. Die Genauigkeit, welcher jeder Krallenhieb hatte. Das Tempo, mit welchen Bewegungen geschahen. Und all dies. All dies sprach zwar für Kell, aber gleichermaßen gab es ein Problem. War dieses Duell gegen Epsilon tatsächlich ein Nahkampf? Immerhin hatte das Sorak ein Schwert. Zwar war es kein riesiges Langschwert, doch trotzdem war es genug, um zumindest etwas mehr Distanz zu halten als die Reichweite von Kells Klauen. Gleichzeitig konnten beide Kämpfer jeden Hieb blocken. Epsilon jedoch mit einem Gegenstand und Kell mit Krallen, die trotz allem Teil seines Körpers waren. All dies sollte sich jedoch ändern. Ein Flammenwurf Kells prallte gegen die Klinge, wurde abgeschwächt. Doch das Akani war sofort bereit für einen weiteren Schlag. Er sprang auf das Sorak los, wie ein wildes Tier auf seiner Beute.
Doch natürlich wurde sein Schlag abgeblockt. Von einer Klinge, welche dem Hieb zwar standhielt, doch deren Halt in den Händen Epsilons schwand. Stattdessen schoss die Klinge über das Feld. Sofort eine neue Feuerkugel neben Kell, um jede Chance auf eine weitere zu verhindern. Kurz blickte das Sorak erschrocken auf. Sie brauchte doch ihre Waffe. So würde sich der letzte Kampf wiederholen. Wieder. Und wieder. Immer. Und immer. So wie der Lauf der Welt. Der Kreislauf der Sonne. Sie wird immer wieder aufgehen. Scheinen. Die Wolken verdrängen. Es ist ihr egal, was zu ihren Füßen geschieht. Wenn Blut die Meere durchtränkt, so wird der Mond richten. Doch die Sonne, sie weiß nicht einmal, was geschieht. Frieden und Krieg sind ihr einst. Deswegen bevorzugen manche den Schatten. Die Schatten sehen gut, sie sehen böse, sie sehen wahr, sie sehen falsch. Sie sehen Kaiser und sie sehen Mörderin. Das Blut im Verstand, die Sünde im Blut, verschwamm die Vision des Sorak, als ihr das Licht der Sonne ins Gesicht fiel. Sie war zu weit gekommen, hatte zu viel erreicht. Sie war im Recht. Sie war es immer gewesen. Und niemand könnte sie richten. Sie war die Richterin. Sie konnte nicht bezwungen werden. Schon gar nicht von einem Akani. Sie hatte eine Heimat brennen sehen und einen Dämonen gestürzt. Sie hatte eine zweite Chance bekommen. Eine Chance, welche das Pokémon ihr nehmen wollte. Welches sie in sein Glück dieser Zeit geführt hatte. Sie konnte nicht noch eine Welt brennen sehen. Also musste sie siegen. Ohne es wahrlich zu steuern, bewegte sich Epsilon alleine, ohne ihre Klinge, schneller, genauer als ihr verwirrter Feind. Die Hiebe schwächer, doch zahlreicher. Sie schienen in Schatten zu schwinden, welche nicht einmal vorhanden waren, nahezu unsichtbar in ihren Bewegungen. Wer war dieses Sorak und was hatte sie mit Epsilon gemacht? Und gleichzeitig, Kell spürte, dass dieser Kampf ein schwerer werden würde. Schwerer, als es die Mühe wert wäre. Er hatte bereits 3 Teile der Plot-Armor. Alle lagerten sie in der Kabine und gleich würde Epsilon selber ihm das letzte überreichen. Weshalb einen Kampf wie um den Tod führen? Es ist vorbei. Nach vielen Saisons kann Team Slash sich ihren ersten Titel sichern.